Ja, ich habe gehört, du gehst nach Kenia. Ja, Kenia ist ein cooles Ding. Was machst du da, Urlaub, oder? Ja, klar. Also, ich werde ein bisschen, hab mir überlegt, irgendwie Sonnenbaden mit Löwen. Ah, wild. Mein Ziel war eh schon immer, dass ich auf meiner Bucketlist einmal einen Löwe richtig schön mit Sonnencreme einschmieren. Oh, Bucketlist. Ja. Gesundheit, was ist das? Bucketlist ist die To-Do-List, die wir schon immer mal machen will im Leben noch. Warum heißt die Bucket? Weil du einfach alles reinschmeißt, was dir irgendwie durch dein Hirn flutscht? Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Wir werden tatsächlich coole afrikanische Kinder besuchen, mit denen Fußballcamp machen. Wenn Gott will und ich lebe und ich überlebe und ich nicht Malaria habe und sterbe oder so. So, nee, jetzt ist das mal viel zu laut. Ja, wir machen heute weiter. Ja. 1. Korinther 15, wie gesagt, unter Leittext. Ich lese mal wieder vor, was wir heute so schönes. Kannst du es mal lassen, bitte? Was wir heute. Was wir heute so schönes zusammen anschauen. 1. Korinther 15. Vers 22, ist cool. Und 23. Ja, Jesus kommt wieder. Die Auferstehung aller Christen. Wow. Es wird cool. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus. So dann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Denn das Ende, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Das ist aber sogar schon eins weiter. Das ist schon eins weiter. Ja. Das macht nicht. Aber im Endeffekt fangen wir genau da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Nämlich genau das gleiche Bild wie in Römer 8, wo wir auch das letzte Mal so viel drüber gesprochen hatten. Ja. Zuerst Adam, Tod, und dann Christus, Leben. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool, da gerade einfach nochmal weiterzumachen, weil im Endeffekt, da bleibt es ja nicht stehen. Mhm. Ja, wir haben die Auferstehung zwar, aber warum soll ich dran glauben, wenn es nicht weitergeht? Voll. Also hier wird auch so ein bisschen in dem Text ja die Reihenfolge gezeigt, wie das Ganze passieren wird. Ja. Also der Erstling Christus, sodann welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, Jesus wird wiederkommen. Mhm. Das ist ja krass, ne? Das ist ja, ich weiß nicht, ob wir das jemals in der Folge schon mal. Nee, ich glaube nicht, dass wir bisher darüber gesprochen haben. Das ist das erste Mal, okay, dann müssen wir ein bisschen ausholen. Apostelgeschichte, vielleicht gehen wir erstmal dahin. Ja. Okay. Und gehen so ein bisschen früher rein. Das ist ein bisschen unplanmäßig, weil ich nicht gewusst habe, dass wir uns das noch nie angeschaut haben, aber ist ja gut. Ja. Also Apostelgeschichte 1 haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt. Apostelgeschichte 1, da ist die Himmelfahrt Jesu, richtig? Ja, richtig. Ja. Und Jesus, er fährt auf, und jetzt suche ich die Stelle, wo da ein Moment, hier. Apostelgeschichte 1, Vers 10. Und als die Jünger gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr. Das muss ich mal vorstellen. Jesus fährt jetzt in den Himmel. Also, das haben wir uns angeguckt. Ja. Das ist echt krass. Mhm. Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Engel. Die auch sprachen, Männer von Galiläa, was seht ihr und seht hinauf zum Himmel? Mhm. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Amen. Vor allem, wie witzig das doch ist. Du schaust gerade noch nach oben und schaust dir das an, da passiert was komplett Ungewöhnliches. Und während du da kurz schaust, stehen schon unten die Engel so, hey, was macht ihr da eigentlich? Voll unnötig. Also einfach auch doch nicht nach oben gucken. Ja. Einfach diese Tatsache, dass Jesus Christus wird wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit, nicht mehr wie bei seinem ersten Kommen als leidender Gottesknecht, sondern als Richter. Ja. Wenn er kommt, ist diese Welt, wie sie gerade existiert, wird nicht mehr bestehen. Ja. Das ist dementsprechend echt, wir werden es sehen, sage ich mal, eine harte Woche im Sinne von dem, was passiert in den Zeiten, kurz bevor Jesus kommt. Das wird nicht schön. Ja. Und gleichzeitig werden wir auch sehen, dass die Bibel uns sagt, deswegen, weil wir schlichtweg nicht wissen, wann Jesus wiederkommt,
Deswegen sollen wir bereit sein und das Gute tun. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich gut? Was können wir leisten oder was können wir tun in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt? Ich meine, wir haben einen Auftrag. Jesus ist gegangen, aber er ist dennoch da und er hat uns einen Auftrag gegeben. Und da haben wir eine sehr spannende Stelle in Micha 6, Vers 8. Wir machen einen Wettbewerb auf Schlag. 3, 2, 1. Stopp, nein, nicht so. Okay. Zumachen. Alles zu, okay, zu. Und los, los, habe ich gesagt. Ja, du bist so ein. Micha, oh. Micha, wie viel? Micha, welchem Namen folgt Habakuk Zephania? Oh. Ja. Das deckt mich ab, wir müssen gleich nochmal machen. Ich hab Micha. Welche Micha-Stelle? Nein. 6 Vers 8? Hier. 6. Ich hab's. Ich auch, ja. Ah, es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu üben und zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Jetzt sagen wir es bitte nochmal. Ich lese es mal vor. Ja. Er hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben? Recht zu tun. Güte zu lieben, Gnade oder Treue zu lieben. Und wenn ich Gnade und Treue liebe, dann liebe ich auch Jesus. Ja. Mhm. Und einsichtig zu gehen mit deinem Gott. Bei mir steht demütig oder bescheiden. Ja, aber wichtig ist, mit Gott gehen. Und das demütig. Das ist gut. Entschuldigung. Da war der Döner, ey. Ja, ja. Und demütig zu gehen mit deinem Gott. Weil es ist ja so ein bisschen, gut ist ja nicht Ansichtssache. Das stimmt. Ja, das denken ja viele Menschen. Aber gut ist tatsächlich von Gott vorgeschrieben. Und wenn ich frage, was ist gut für einen Menschen, dann ist das gut für einen Menschen. Vor allem, wenn du normale Leute fragen würdest, würden die komplett eine andere Antwort geben. Yeah. Also, was ist gut für den Menschen? Mach, was du Bock hast. Ja. Nimm dir dein Me-Time oder wie es heißt. Ja, schau dir deine Netflix-Serien und guck, dass du so wenig arbeiten wie möglich, so viel Geld verdienen wie möglich. Ja. Ist schon anders. Viel chillen, viel Urlaub. Ja. Jetzt haben wir das gehört, es ist ja sehr spannend, dass wenn Jesus wiederkommt, dass dann die in Christus entschlafen, das heißt die gestorben sind und an Jesus geglaubt haben, die in Jesus sind, dass die dann auch auferstehen werden. Und das sagt Jesus auch in Johannes 5, 28 und 29. Wundert euch darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben. Deswegen auch die Frage, was ist das Gute? Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das ist spannend. Jesus hat auch in der Korintherstelle, oder Paulus hat gesagt, alle werden auferstehen. Ja. Und auch hier wieder, jeder Mensch wird einmal auferstehen. Mhm. Und da gibt es zwei Richtungen. Mhm. Auferstehung des Lebens, die das Gute getan haben. Das heißt, ich würde einfach kurz zusammenfassen, Jesus nachfolgen. Ja. Und die das Böse getan haben, eben das Gegenteil, nicht Jesus mit nachgefolgt. Gott oder mit ohne. Genau. Und die zum Gericht. Was heißt denn das? Auferstehung des Gerichts? Gerechtigkeit am Ende des Tages. Also ich meine, Gott ist gerecht und wenn du jemanden hast wie Hitler, dann bekommt er, was seine Taten wert waren am Ende des Tages. Und wenn du jemanden hast wie nicht Hitler, bekommt er auch seine Taten und ist meistens das Gleiche. Gut, ich bin ja nicht der Richter, also woher soll ich wissen, was es da gibt, ob es da jetzt irgendwie 20 Grad mehr gibt wie beim letzten Mal. Aber sag mal, Fakt ist einfach, dass man Rechenschaft für sein Leben abgeben muss und muss sich das so ein bisschen wie einfach eine Gerichtsverhandlung vorstellen. Und das ist ganz spannend. Wir werden als Christen ja auch in ein gewisses Gericht kommen, wo wir Rechenschaft abgeben müssen für unser Leben. Aber wir wissen schon, wie es ausgeht. Ja, richtig. Ja. Und das Gericht, was hier beschrieben ist, ist in dem Zusammenhang Gericht zur Hölle. Also genau. Wenn ich in dem Ende will, komme ich zur Auferstehung. Das heißt, ich darf im Himmel sein. Oder Gericht, das heißt, ich komme in die Hölle. Ich würde sagen, es ist nicht die Gerichtsverhandlung, die hier gemeint ist, sondern die Folge des Gerichts. Du wirst gerichtet, bist schuldig und wirst als schuldig auch verurteilt und dann gestraft. Krass. Und deswegen Leben oder Gericht? Wir haben die Wahl. Ich finde es interessant an der ganzen Geschichte, wenn wir jetzt gerade mal nochmal dieses das Gute und das Nicht-Gute nehmen. Was war das Gute nochmal? Mit deinem Gott gehen, Jesus nachfolgen. Ja, und das andere ist das eben nicht.
Und wenn man sich überlegt, was bedeutet es eigentlich, in die Hölle in Anführungsstrichen zu gehen oder in den Himmel zu gehen in Anführungsstrichen, dann heißt es bei Gott sein oder fern von Gott sein. Also das ist im Endeffekt alles, wo es rauskommt. Ich bin entweder bei oder nicht bei Gott. Und im Endeffekt fängt das ja jetzt schon an. Das heißt im Endeffekt doch, dass jeder, der nicht mit Jesus geht, auch jetzt schon in einem Stück weit auch in so einer Art Gottesferne lebt, Gottlosigkeit und insofern auch schon in Anführungsstriche Hölle erlebt auf Erden, so blöd wie es klingt, weil er ist getrennt von Gott. Er kann das ändern, indem er sein Leben verändert und zu Gott geht, mit Gott lebt und dann direkt in den in Anführungsstrichen Himmel kommt, weil er ja dann mit Jesus schon lebt. Also die Ewigkeit beginnt auf der Erde, würde ich sagen. Vielleicht als noch Ergänzung, dass ich sagen würde, dass die Hölle nicht unbedingt fern von Gott ist, sondern dass Gott in der Hölle eben auch da ist, weil Gott die Hölle ja geschaffen hat, ursprünglich ja für Satan und seine Gefolge. Und da die Strafe, die Gerechtigkeit Gottes auch sichtbar wird. Also Gott ist tatsächlich auch Gott ist überall, immer. In seiner Heiligkeit, in seinem Zorn in der Hölle gegenwärtig. Aber, würde ich sagen. Aber keiner sieht die Herrlichkeit Gottes. Genau. Es ist, ich würde es so ein bisschen vergleichen, dass das Angesicht ist dem Himmel, dem ewigen Paradies, wo wir als Gläubige sind, zugewandt. Und der Rücken. Ja, die sind nur den Rücken. Sind quasi die Verdammnis. So würde ich es einfach so ganz bildlich darstellen. Weil sonst würde man nämlich sagen, fern von Gott, wer ist dann sozusagen Herr auch der Hölle? Das ist ja nicht der Teufel. Nee, ja. Und deswegen einfach zu sagen, da ist vollkommen Gott auch da. Aber das werden wir dann auch Heiligkeit sehen, wie die Hölle genau aussieht. Die Bibel beschreibt immer wieder so Sachen auch mit Feuer, See und so weiter. Aber wobei es auch ein Bild einfach auch ist, wie es dort ist. Also ich meine, wenn wir die Bergpredigt aufschlagen, ich kann das mal kurz aufschlagen vielleicht auch, wo Jesus davon redet, wie es denn ist. Wir können ja mal, ich glaube, das ist Kapitel 6, wo er davon spricht. Heulen und so, lass mich mal kurz gucken. Wo der Wurm nicht stirbt. Oder wie das ist aber auch ein tatsächlich konkretes Bild für einen Platz in Israel gewesen. Lass mich nochmal schauen. Ja, das stimmt. Deswegen, also man kann es vielleicht kurz sagen, die Hölle, da kann man viel drüber reden, wie es genau sein wird. Es wird auf jeden Fall der Ort sein, wo Schrecken ist, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird, wo auch man nicht irgendwie eine Gemeinschaft haben wird. Also ich glaube, es gibt ja manche, die sagen so, hey, meine Mama ist in die Hölle gekommen, ich will auch in die Hölle, weil dann können wir da zusammen sein. Aber da wird es keine Gemeinschaft geben, da wird es immer nur Hass geben. In der Bibel ist die Abwesenheit von aller Liebe, da wird es immer nur Hass und Gewalt oder da wird all das Böse wird da teilhaftig sein und es wird nichts Gutes, Gerechtes irgendwie da geben, weil das eben den Himmel ausmacht. Und dementsprechend wird es auch keine Harmonie oder Familie oder Zusammensein geben in der Weise, dass man, wie es manche denken, so, oder wir machen jetzt zusammen Party und haben Spaß, so läuft es nicht. Es wird ein Ort des Heulens sein, steht, und des Zähneknirschens. Die Leute werden sich an die Brust schlagen und sagen, hätte ich doch mein Leben gescheit investiert und hätte an Jesus geglaubt. Ja, und das ist schon krasses, aber ich meine, besser man sagt. Ja, ist so. Ja, es ist tatsächlich auch das, was uns die Bibel vermittelt und wir sind der Bibel verpflichtet, so hart es auch klingt. Aber Jesus hat dir folgende Worte gesagt. Ja, ich suche sie immer noch. Okay. Aber auf jeden Fall sucht er sie immer noch. Und wir gehen mal weiter. Und er sucht sie immer noch. In Matthäus 24, wo wir euch ja auch einen sehr spannenden und ja auch teilweise sehr herausfordernden Text zugemutet haben. Was ist jetzt Matthäus 24? 24, Matthäus 24. Ab Vers 3. 3. Vielleicht, ohne jetzt ins Detail zu gehen, einfach ganz kurz zu sagen, dass Jesus sagt, dass, sagen wir mal, sehr, sehr schwierige Zeiten auf uns zukommen. Bevor Jesus kommt, wann auch immer die dann genau eintreffen werden. Jesus spricht von Kriegsgerüchten. Jesus spricht von vielen, die unter seinem Namen kommen werden und sagen, ich bin der Christus. Und das Beeindruckende ist, und sie werden viele verführen. Also nicht nur ein bisschen, sondern viele verführen. Falsche Christus, das sagt er hier, und falsche Propheten. Wir lesen von Hungersnöten und Erdbeben da und dort.
Und dazu sagt er, all das ist aber nur der Anfang der Wehen. Dann spricht er von radikalen Verfolgungen. Sie werden euch töten und ihr werdet von allen Nationen, wirklich von allen Nationen gehasst werden. Gibt es keinen Platz, wo man sich verstecken könnte. Ja, kein Platz für Lover. Dann wird die Liebe der meisten erkalten. Das ist sehr krass. Also das sind wirklich Worte. Und dann sagt er, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und gleichzeitig sagt Jesus, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Trotz diesem schlimmen Zeitalter, trotz dieser schlimmen Zeit, wird das Evangelium, wird die frohe Botschaft von Jesus weiter laut sein. Und das ist auch der Grund, warum übrigens Gott die Erde jetzt noch nicht beendet hat. Gott will, dass jeder Mensch, jede Kreatur, das war ja sein Auftrag, das sehen wir dann, haben wir schon mal gelesen, Matthäus 28, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Alle Völker. Gott will, dass wirklich jeder erreicht wird mit dem Evangelium. Das heißt, um es kurz zu fassen, eine Ermutigung für jeden Christ, wenn ihr wollt, dass Jesus bald kommt, dann gebt Gas beim Evangelisieren. Ja, wahrscheinlich. Doch. Kann man wohl so sagen, oder? Weil wenn bis das ganze, die ganze Menschheit von Jesus gehört hat, wird Jesus auf jeden Fall nicht kommen, sagt er hier. Ja, ist die Frage, ne, ob das vielleicht nicht schon eingetreten ist. Kann man sich ja auch mal... Also ich glaube, es gibt noch unerreichte Völker momentan. Ja, aber es ist halt die Frage, ob da wirklich alle Menschen gemeint sind oder noch... Die ganze Welt einfach an und für sich. Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß es nicht. Ja. Ist ja auch egal. Also, im Endeffekt können wir eh nie sagen, wann es ist. Sonst würde es nicht heißen, wie ein Dieb in der Nacht. Genau, gut, wie du es sagst. Also, das kommt dann später noch, genau. Also wir haben hier noch so eine komische Frage gehabt. Wer könnte der Mensch der Gesetzlosigkeit sein? Spannend, Wesch. Der Mensch der Gesetzlosigkeit. Da ging es vor allem um 2. Thessalonicher 2 im Zusammenhang mit dem Gräuel der Verwüstung. Das ist spannend. Das Gräuel der Verwüstung steht ja hier in Vers 15, noch in Matthäus 24. Ja. Wenn ihr das Gräuel der Verwüstung, durch das der Prophet Daniel vorher geredet hat und so weiter, an der heiligen Stätte sehen werdet, wer liest, der achte darauf, dann flieht in die Berge und so weiter. Und das Gräuel der Verwüstung wird, könnte man sagen, so vom Zusammenhang im 2. Thessalonicher ein bisschen genauer beschrieben, Kapitel 2. Und da ist eben von diesem Gesetzlosen, vom Mensch des der Gesetzlosigkeit die Rede. Jetzt kann man da, gerade wenn es um die Endzeit geht, um die Zukunft, kann man immer viele Theorien schmieden. Und das ist wirklich, da gibt es auch ganz verschiedenste Ansichten. Und es ist gar nicht, glaube ich, also an manchen Stellen macht uns Gott, glaube ich, nicht immer mal wieder nicht so ganz klar bewusst, was alles genau ist. Weil er schreibt die Zukunftssachen auch nicht unbedingt, dass wir die Zukunft genau vorhersagen können, dass wir wissen, so passiert das und dann noch ein Jahr das und dann noch das und dann das, sondern dass wir bereit sind. Und Gott geht es immer und immer wieder einfach um die Beziehung. Und Gott will uns durch das, was er da sagt, vor allem im persönlichen Leben, in der Beziehung mit ihm uns was lehren. Und dass wir da weiterkommen und nicht, dass wir irgendwie am Ende so toll sind und die Zukunft bis in 500 Jahren vorhersagen können und sagen können, dann das, dann das. Das können wir sowieso nicht. Eben. Ist auch nicht unsere Aufgabe eigentlich. Auch wenn die Bibel so viel Potenzial hat und so viel vorhersagt, dass man das, wenn man alles verstehen würde, was keiner tut in dem Sinne, man so viel vorhersagen könnte tatsächlich, wenn man es genau wüsste. Aber ja gut, aber im Endeffekt, diese Sachen spielen ja auch gar keine Rolle in dem Sinne für uns, weil im Endeffekt ist es unabhängig davon, was wir tun sollen, wie wir leben sollen, was wir glauben. Das hängt gar nicht daran, was sich erfüllt. Natürlich ist es cool, wenn man merkt, irgendwie die Prophezeiung erfüllt sich wieder. Oder das ist jetzt wieder da. Aber, ja. Aber, ja. Ja, also das sind jetzt Fragen. Wir haben auch in Daniel 7 gesehen, dass es gewisse Dinge, die haben wir angeguckt, im Laufe der Woche geben muss. Mhm. Zeichen, Jesus sagt ja auch, erkennt die Zeichen der Zeit. Aber glaube ich wirklich, was für uns einfach jetzt bei den Grundlagen des christlichen Glaubens, vielleicht machen wir mal eine Folge zu den verschiedenen Ansichtsweisen zu diesen ganzen Stellen. Aber jetzt einfach für uns, glaube ich, ist sehr wichtig, Vers 32 bis 39.
das wir auch gelesen haben, Matthäus 24. Und da einfach zusammenfassend, glaube ich, wie du gemeint hast mit diesem Dieb, das, davon spricht Jesus, und dann der Vers 24. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Das könnte heute sein. Könnte heute sein. Weil im Endeffekt niemand wartet doch im Endeffekt drauf, oder? Ja. Kennt ihr Leute, die wirklich darauf warten? Also klar, man versucht das schon. Ich würde es mir wünschen, dass wir solche Menschen sind. Ja, aber wenn wir realistisch sind, dann wirst du wirklich, dass Jesus jetzt wiederkommt? Also ja, natürlich sagt man das. Aber weißt du, was ich meine? So von dem, wie du lebst. Ja, ich habe von einem Dozenten auch gehört, das habe ich jetzt auch eingerichtet. Der hat erzählt, dass der auf seinem Handy vorne immer so eine Notiz hat, Jesus kommt wieder. Punkt, 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 vielleicht heute, Fragezeichen. Mhm. Und ich habe das auch und es erinnert ihn jeden Tag dran, mit dieser Perspektive zu leben. Ja. Ich finde das so gut, weil diese, sagen wir mal, Naherwartung von der Wiederkunft Jesu, die haben, die Jünger, die haben dann eine ganz andere Perspektive gehabt, wie sie ihre Nachfolge gelebt haben. Die hatten kein Handy auch. Und ja, nicht nur die hatten gerade kein Handy, ne? Da. Oh. Also, eure Geschichten. Und der Heiko, ne? Der Heiko jetzt hat auch kein Handy mehr. Also für die Zuhörerschaft, da gibt es einen kleinen Disput zwischen. Naja, wie dem auch sei, ich finde diese Stelle ganz spannend, die Jesus hier sagt. Und zwar, jetzt bitte, Matthäus 24, 37. Mhm. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Mhm. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heiraten und verheiraten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Hm. Nach der Art und Weise. Nicht, dass jetzt wieder alles quasi überflutet wird, aber nach der Art und Weise. Was heißt es? Wie in den Tagen Noahs, verheiratet, heiraten und so weiter. Ja, das macht passiert jetzt auch. Das war total unerwartet. Damals zu der Zeit hat es ja, glaube ich, schon noch dran, hat es noch nie geregnet gehabt. Das heißt, die Leute haben noch nicht mal mit einem Regen gerechnet. Das ist genauso wie wir. Noch kein Mensch hat jemals jemand von den Wolken kommen sehen. Mhm. Das wird das erste Mal sein, wie es geregnet hat, so wird das erste Mal vom Himmel jemand kommen. Und wie es damals war, dass diese Flut kam, die Flut war ja ein Bild von Gericht. Gott hat die Welt gerichtet, hat die Boshaftigkeit ausgemerzt, könnte man sagen, und hat nur ein paar Gerechte, die in der Arche waren, nur die hat er gerettet. Und so, so auch heute. Jesus sagt, wenn er kommt, dann wird er richten. Und da gibt es auch ein cooles Lied von Miroslav Krobak, das können wir mal einblenden, wo der das echt in einer sehr, sehr schönen Weise vertont. Dieses Noah heißt es. Mhm. Über die Zeit. Die Leute haben es nicht erwartet. Keiner hat damit gerechnet. Alle waren böse und fanden es cool und haben Spaß dran gehabt. Und diese Noah mit der Familie wurde gerettet. Ich finde es richtig lächerlich eigentlich, und das ist eigentlich das Witzige, dass da Noah mitten auf dem trockenen Land so eine fette Arche baut. Also es gibt ja mittlerweile so die Ausgrabungen von der Arche Noah, 500 Ellen lang, also weiß ich wie viele 100 Meter das Ding riesig war. Und der baut das mitten auf dem trockenen Land für 100 Jahre lang und die Leute sind... Was bist du eigentlich für ein Vogel? Ja. Und im Endeffekt, das ist ja genau das, was bei uns heute auch der Fall ist. Ja. Wenn du normal wirklich richtig dein Christsein auslebst, dann ist es nicht anders wie bei Noah. Dann sagen die Leute, das ist doch ein Vogel. Ja. Was glaubst du da eigentlich für einen Schwachsinn? Ja. Und was machst du da eigentlich? Wie schön wäre das, wenn wir das so machen würden? Was meinst du? So richtig. So richtig, ja. Aber im Endeffekt ist es ja so. Wenn du es wirklich mal richtig machst, dann sagen die Leute, du bist doch ein Spinner. Was machst du da eigentlich? Und genau das Gleiche ist ja auch da, wie wo Noah seine Arche gebaut hat, haben die Leute wahrscheinlich auch gesagt, der Noah. Ja, und vor allem, wie das hier so scheint, sie heiraten, sie verheiraten, sie aßen und tranken, so alles... Normal. Ganz, ganz, ganz normal. Also niemand rechnet jetzt damit. Nö. Und so auch wir, Friede heißt es, an einer anderen Stelle. Ja. Aber da ist kein Friede. Und Jesus kommt, so in dem Sinne. Was können wir davon lernen? Naja, auch eine andere Stelle im Römerbrief. Ja. Schlaft nicht, sagt Paulus, die ihr begriffen habt, in welcher Stunde wir leben. Ja, die Stunde ist nahe. Mhm. Es ist Zeit aufzuwachen. Total.
Und ich plädiere wirklich, dass wir das neu als Christen begreifen, dass wir wirklich damit aufstehen. Jesus kommt wieder. Und wenn wir das einfach uns morgens schon sagen, das macht auch einfach das Leben leichter. Dann starte ich ganz anders auch in meinen Alltag hinein. So, also was ich total cool finde, ist ein Morgengebet. Ich mache das zum Beispiel gern, dass ich rausgehe einfach an den Ort, da laufe ich dann immer morgens so ruhig hin und dann bete ich da. Und da ist auch immer so eine Sache, in dem Gebet ist irgendwie immer so drin, so unter dem Motto, hey, Jesus, komm, also es ist einfach so, wie wenn ich zu Jesus rede und sage, hey, kommst du heute? Einfach so in der Weise von, ich will bereit sein heute, ja, aber wenn er nicht kommt, so einfach so dieses Gebet, morgens schon einfach mit Jesus reden. Und wenn ich mit Jesus rede, dann habe ich das Bewusstsein, hey, vielleicht kommt er heute und dann will ich da sein und ich will darauf warten und ich will mich freuen. Ja. Genauso, aber um noch mal ganz kurz auf den Mensch der Gesetzlosigkeit zurückzukommen. Also meine Ansicht, wahrscheinlich auch unsere Ansicht und ich denke auch der meisten, ist, dass hiermit so der Antichrist gemeint ist, von dem die Bibel auch an einer anderen Stelle redet. Der Mensch, der sich selber zu Gott macht, der alles, was Gott heißt, irgendwie in Dreck zieht, wie es hier in 2. Thessalonicher heißt. Und der irgendwie kein Interesse hat, irgendwie Gott zu gefallen, sondern sich selber in den Tempel Gottes setzt. Und das ist, was ich drunter verstehe, was das Gräuel der Verwüstung ist. Dass sozusagen in diesem Tempel Gottes sich einer reinsetzt, ein Mensch, und sich anbeten lässt als Gott. Antichrist heißt ja einfach sozusagen, das ist das Gegenteil. Das Gegenteil, ein falscher Christus. Ja, wahrscheinlich würde er sagen, ich bin Christus. Vermutlich würde er das sagen. Und dann würde er sagen, ich fordere jetzt hiermit meine Treue ein. Ja, aber das, was er lehrt, ist genau das Gegenteil von dem, was wir wissen. Und was auch spannend ist, in Vers 9 steht, dass er betrügerische, also unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Der wird Sachen performen und die Leute werden sagen, krass. Der wird Zeichen und Wunder. Woher kann der das? Hier steht, durch eine böse Macht. Und Gott sagt ihm, kürzt danach. Und es ist auch so eine wichtige Sache für uns. Hier stand, in Matthäus stand was von Liebe erkalten. Yeah. Gott sagt hier, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, also den Menschen, die der Wahrheit nicht glauben wollten aus dem Kontext, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Eine krasse Sache. Gott verspricht hier, hey, wenn wir nicht der Wahrheit glauben, wenn wir Jesus nicht glauben wollen, wenn wir nicht dieser Liebe glauben wollen, sondern wenn wir uns abwenden von Gott, dann kann dieser Punkt kommen, wo Gott uns eine Verwirrung schenkt, sodass wir der Lüge glauben anstatt der Wahrheit. Und die Lüge wird dann der Antichrist sein, sodass wir denken, er wäre der Christus, sodass wir am Ende sozusagen auf ihn schauen und nicht mehr auf Jesus. Und es ist dann von Gott eingerichtet sogar an einem gewissen Punkt. Das ist crazy. Da kann man es glücklicherweise auch prüfen. Also ich meine, wir haben ja auch die Bibel, einen Maßstab, an dem wir uns ausrichten können. Und das heißt, wenn irgendwie es heißt, hier ist Jesus wiedergekommen oder was auch immer, dass wir sagen können, naja, sehe ich jetzt nicht so, weil eben genau das oder das dann eben nicht stimmt. Weil wir werden wissen, dass im Endeffekt der Antichrist genau das Gegenteil auch gegen Gott wettern wird. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich auch Verführung, 10 Gebote verdreht, verschiedene Sachen verdreht sehen, wo wir dann sagen können, okay, das ist eindeutig nicht richtig. Und dann ist die Frage halt, glaube ich dem, was Gott gesagt hat, auch in seinem Wort, dieser Gerechtigkeit, dem Standard, oder werde ich dem glauben, der Wunder macht? Ja, klar. Und da ist halt die Frage dann, auf was schaue ich? Es gibt, glaube ich, manche, die sind darauf ausgerichtet, hey, wer kann Wunder machen, wer kann krasse Sachen performen, und dem glaube ich. Wir glauben dem Wort, weil das Wort inspiriert und heilig ist und weil das Wort Gottes Wort ist und weil das die Kraft hat, Leben komplett zu verändern. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ja auch so ein Technologiemensch, der arbeitet gerade viel mit so KI und so Zeugs, dass der Mensch sich immer und immer mehr überhebt, so ein bisschen zu sagen, guck mal, was ich hier schaffen kann. Weißt du, was ich meine? So dieses, ich habe jetzt hier so eine krasse KI geschaffen, ich habe jetzt hier so diese Sachen gemacht und ich sehe auch, wie diese Dinge mächtiger und mächtiger werden könnten. Und wenn da mal mehr gehen würde, wie auch ein Mensch sagen könnte, schau mal, was ich hier alles kann. Also wie sich da der Mensch dann noch erhebt oder irgendwelche wundersamen Dinge tut. Also ich kann das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst habe oder sonst irgendwas in die Richtung mache. Wir werden nicht wissen, wie es kommen wird. Aber ich sehe schon jetzt in den Leuten, die da irgendwie weit vorne sind, so die Arroganz, teilweise auch im Feld zu sagen, hey, guck mal, damit können wir quasi selbst auch ein bisschen Gott spielen. Ja. Bereit sein, ne? Ja. Darum geht es einfach, dass
bereit zu sein, damit zu rechnen, dass Jesus wiederkommt. Jetzt war ja auch die Frage, was heißt es, bereit sein? Wie kann ich mich vorbereiten oder wie kann ich jetzt diese Zeit gut nutzen? Das ist so cool. Ich würde die Frage gleich auch ein Stück weit beantworten, einfach mit einem Text, den wir hatten. Kolosse 1. Mhm. Yes, that's it. Genau den. Da wird so ein bisschen einfach gedankt für die Gemeinde in Kolosse. Ja. Und ich finde, da gibt es ja einige Sachen in der Bibel, wie man sich sozusagen bereit sein kann. Aber es ist so eine Sache, die vorzeigemäßig war. Das erste ist in Vers 4, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben. Ja. Leb in der tiefen und intimen Beziehung und in der tiefen und intimen Vertrauen auf Jesus hin in deinem alltäglichen Leben. Ja, und es geht dann auch raus. Also das kommt dann auch an beim Paulus in dem Fall. Also das macht einen Impact. Genau. Und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Ja. Ja. Das heißt, lieb deinen Bruder, lieb deine Schwester in der Gemeinde, die auch an Jesus glauben. Auch die ich nicht mag. Auch die ich nicht mag, selbstverständlich. Darin kennzeichnet sich auch der Christ, wie der Johannesbrief sagt. Ja, ne? An eurer Liebe zueinander wird man euch erkennen und an nichts anderem. Auch der Jakobus, ein bisschen. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist und so weiter. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist und so weiter. Das Wort, das dann Frucht bringt und wächst. Beziehungsweise die Erkenntnis des Wortes. Das heißt, studier die Bibel. Ja. Studier die Bibel. Bleib mit Jesus in Kontakt. Tu deine Antennen ausfahren. Steck deine Nase in die Bibel. Mhm. Und lies und studiere sie. Und erkenne darin immer mehr, wer Gott ist, wie Gott ist. Und ich würde sagen, Gebet, Gemeinschaft, Bibellese, Liebe zu den Geschwistern. Gemeinde. Einfach diese Sachen. Und wirklich damit zu rechnen, dass Jesus wiederkommt. Ja. Ja, wirklich sich das immer wieder zu sagen, sich das in Erinnerung zu rufen. Ich glaube, einfach auf den Herrn zu schauen. Mhm. Ich glaube, das ist so, dass der Anfänger und der Vollende des Glaubens ist. Ja. Wenn wir fokussiert sind auf Jesus. Und das ist ja auch wiederum das, all die Sachen, Bibel lesen, beten und so weiter, das soll uns ja eigentlich nur eins machen, auf einen ausrichten, auf Jesus. Ja. Die Schrift, die Schrift zeigt auf Jesus und das Gebet genau das Gleiche. Und ich habe mir das vorhin so gedacht, bevor wir die Aufnahme gemacht haben. Ja. Letzten Endes, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ist die Bibel nur Mittel zum Zweck? Voll. Ja. Amen. Damit wir, es geht um Jesus und nicht primär, also es ist viel mehr schlecht, nicht primär um die Bibel, es geht hauptsächlich um Jesus. Ja. Und Gott hätte auch was anders nutzen können, aber so ein Buch macht einfach furchtbar Sinn. Ja, klar, weil es halt einfach steht, schwarz auf weiß. Damit können wir was anfangen. Ja, genau. Und deswegen lieben wir die Bibel. Nicht, weil die Bibel Bibel ist, sondern weil die Bibel Jesus, das ist, wo wir Jesus, wegen des Lied, was wir vorhin gedichtet haben, ne, darin finden wir Jesus. Ja. Und um das geht es letzten Endes, Jesus besser kennenzulernen, wie er im Alten Testament vorkommt, wie Gott einfach ist. Und das geht's. Um die Beziehung am Ende wieder. Die Person Gottes kennenlernen. Wer ist es? That's it. Freust du dich auf die Ewigkeit? War eine Frage. Zu wenig. Ich glaube, das ist echt so eine Frage oft, je nachdem, wie viel Zeit ich mit Jesus verbringe, so viel Zeit, so viel freue ich mich auch. Ja. Das ist, glaube ich, echt noch so, was die Bibel sagt immer, hey, egal, wenn ich in den Geist sehe, werde ich vom Geist das ewige Leben ernten. Wenn ich ins Fleisch sehe, vom Fleisch das Verderben. Und das ist, was ich glaube auch immer wieder merke, einfach in so Kleinigkeiten. Wenn ich mein Leben viel darin lebe, zum Beispiel, dass mir nur darum geht, jetzt heute geiles Essen zu machen, dann geil Sport zu gucken, dann noch mit jemandem zusammen ins Kino gehen und was auch immer. Das sind coole Sachen. Aber wenn das mein Leben hauptsächlich ausfüllt und Jesus nicht viel Rolle spielt in meinem Alltag, dann habe ich gar keinen so Bock auf Ewigkeit, weil mein ganzes Leben ist nicht irgendwie ausgerichtet auf Jesus. Geil hier. Aber so. Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, echt in der Weise eine Gefahr. Das ist was Schönes, aber eine Gefahr, dass wir in einer Welt leben, wo wir so viel Ablenkung, so viel Möglichkeit haben, mit so viel auch coolen Sachen, wo man manchmal echt sagen muss, ey, das ist echt cool, macht auch Spaß. Aber was am Ende halt einfach ein bisschen davon ablenkt,
auf Jesus zu schauen. Und wenn, das ist halt immer so eine Perspektivsache. Wenn ich aber dann wieder Zeit verbringe, wo ich mit Leuten zusammen über Jesus rede, wo ich zusammen bete, wo ich Leuten von Jesus erzähle, wo ich Bibel lese, wo ich Podcasts höre, wo ich was auch immer über Jesus nachdenke, wo ich die Schöpfung beobachte und mir denke, wow, Jesus. Einfach diese Zeit mit Jesus habe, dann ist das so eine Sache, wo ich, so ich sagen würde, hey, Ewigkeit, da freue ich mich so richtig. Da kann ich sagen, oh Jesus, ich freue mich auf dich. Ja, ja, und was auch krass ist, was Jesus zu seinen Jüngern damals gesagt hat, das haben wir auch gelesen. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja. Das ist so herrlich. Jesus bereitet uns eine Stätte vor. Ja. Also, wenn ich mir einen aussuchen müsste, der mir mein Haus vorbereitet und einrichtet, dann auf jeden Fall keinen Mensch von dieser Welt, sondern dann Jesus. Oh, das ist so cool, das ist einfach... Das Interessante an der Geschichte ist ja auch, selbst wenn man nur in menschlicher Zeit denkt und die Welt wurde in 7 Tagen von Gott geschaffen, und wie lange ist er jetzt schon weg? 2000 Jahre? Man glaubt schon mal, was das für eine Ausnummer wird. Ja, es wird unfassbar schön. Einfach dieser Satz, und ich glaube, das ist auch, es wirkt auch so ein bisschen nach einer Sehnsucht. Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist so ein schöner Satz. Das könnte von einem Bräutigam zu seiner Braut heißen, zu sagen, hey, ich möchte, dass du dein ganzes Leben lang mit mir, also ich möchte da sein, wo du bist. Und da geht es am Ende nicht um die Hütte, sondern um die Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch ein, das ist auch so ein Fehler von vielen zu denken, so geil, Porsche, was weiß ich, große fette Stadt aus Gold, keine bringt alles Ahnung, nichts, alles unwichtig. Das einzige Coole im Himmel wird Jesus. Sorry, aber da flippe ich immer aus wie so ein kleines Kind. Flippst aus, gell? Ja, super. Wirklich, da bin ich so ein bisschen wie so ein kleines Kind. Das ist doch gut. Das ist sein. Nee, so ist aber schön, hey. Das, also, das wird doch furchtbar schön. Ja, das wird herrlich. Also furchtbar meine ich, positiv. Ja, ja, das muss man ja dazu Fürcht sagen. Kann gut und schlecht sein. Die Fürcht des Herrn ist das gut. Ja, ne? Also, was nehmen wir mit heute? Ich nehme mit, Jesus kommt wieder. Bald. Bald wieder. Mit dem zu rechnen. Es gibt eine andere Lebensqualität. Genau. Du hast einfach eine andere Perspektive. Das macht was mit mir. Das macht was mit meinem Lifestyle. Das macht letztendlich auch was mit meinem Herz. Ja, mit deinem ganzen Leben. Und nur einfach so ein bisschen die Story zu lernen. Manchmal sieht man vielleicht auch dumm aus in dem Leben, was man lebt. Es kann sein, dass mein ganzes Leben alle nur lachen über mich und ich keinen Ertrag sehe bis zu dem Tag, wo Jesus kommt. Und alle lachen mich aus, denken, ich denke vielleicht auch zum Teil, dann ist das umsonst, was ich mache, ist das, was ich mache, wirklich wert? So wie der Noah, der 100 Jahre an diesem doofen Stück Holz rumbastelt und alle lachen ihn die ganze Zeit nur aus. Und am Ende hüpft er in diese Arche und ist der Einzige, der am Ende des Tages gerettet wird. Also im Endeffekt geht es nicht darum, was die Leute sagen, sondern es geht darum, was will Gott von mir. Und Gott hat Noah gesagt, hier, bau mir eine Arche oder bau dir eine Arche. Und er hat geglaubt und er hat es gemacht. Und ich denke, so müssen wir auch leben. Gott gibt uns viele Anweisungen für unser Leben, aber ich denke auch das, was wir vorhin noch aus Micha gelesen haben, ist nicht schlecht. Was ist das Gute? Dass du demütig mit deinem Gott wandelst und Recht übst. Ja, die Beziehung mit dem Herrn. Und Liebe übst. Ja. Herr, lass uns noch zum Herrn reden. Willst du beten? Gerne. Ja. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass wir lesen dürfen von dir. Danke, dass wir wissen dürfen, was Gutes ist, mit dir zu leben, für dich zu leben und ja, demütig und in voller Liebe zu wandeln. Ich möchte dich bitten, dass egal welchen Menschen wir in unserem Leben treffen, egal wer da ist, dass wir mit Liebe begegnen, dass wir Vorbilder werden, dass wir einfach unser ganzes Leben für dich leben und für niemanden sonst, dass wir eine Perspektive auf die Ewigkeit bekommen, dass wir einfach verstehen, dass das, was wir hier leben, einfach nur so ein ganz, ganz, ganz kleiner, ja, ein ganz kleines Sandkorn ist, verglichen mit dem, was wir ja noch an Zeit mit dir verbringen werden. Ich danke dir, dass du dort sein wirst und dass du dasjenige bist, worauf wir uns freuen, nicht das, was dort sein wird. Da wird es sicherlich auch gutes Essen geben und schöne Häuser, aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass wir bei dir sind. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass wir auch jetzt schon auf der Erde immer bei dir sind, mehr zu dir kommen und ja, dann auch ja, uns darauf freuen, dass eines Tages der alte Mensch vergehen wird und ein neuer Mensch ja, da sein wird, und zwar wir bei dir und das in Ewigkeit. Ich möchte dir einfach Danke sagen, dass wir eine Perspektive auf die Ewigkeit haben dürfen und dass du ja, uns eines Tages zu dir nehmen wirst. Ja, und zwar bald. Amen. Amen. Amen.
An der Stelle, wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare, darf man nicht vergessen. Gerne. Auf der Homepage kann man auch Fragen stellen, die werden von unseren von den Mitarbeitenden gerne quasi in Empfang genommen. Ansonsten wünschen wir euch wie jede Woche eine wunderbare Zeit in der Bibel, viele Entdeckungen und viel Spaß. Habt ihr noch was zuzufügen? Nö, ne? Also, bis bald. Tschüss. Ciao. Jesus.